Herr Landesrat, jetzt im Burgenland ja als Soziallandesrat tätig, Norbert Dauerbosch, danke, dass Sie da gleich am Morgen zu uns reingekommen sind, um da sozusagen Breaking News zu diesen Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft Stellung zu nehmen. Das ist ja eine völlig verworrene Causa, eine Chaos-Causa, eine Never-Ending-Story, wenn man so sagen darf. Sie haben ja da den sauschlechtesten Vertrag übernommen, den diese Republik je hatte. 1,9 Milliarden Euro für, ich glaube, es waren 15-Euro-Fighter. Ne? Das war der Vertrag, den die Regierung Schüssel seinerzeit abgeschlossen hat, richtig? Nicht richtig. Den Vertrag hat sie über 18-Euro-Fighter abgeschlossen. 18-Euro-Fighter, genau. Und ich habe dann auf 15 herunterverhandelt. Genau. Also es waren 18-Euro-Fighter für 1,9 Milliarden Euro. Ein Wahnsinnsbetrag. Das in einer Zeit, wo wir extreme Budgetprobleme hatten, wo es diese Hochwasserkatastrophe gab, das ganze Land Geld gebraucht hätte, unter anderem fürs Bildungssystem, sind da 2 Milliarden in sinnlose Abfangjäger verpulvert worden. War mit ein Grund, warum Schüssel dann die Wahl verloren hat und Gusenbauer zum Kanzler wurde. Dann wurde Gusenbauer Kanzler und Norbert Dauerbosch wurde Verteidigungsminister, um das zu sagen. Richtig, ja. Scheiß Job, oder? Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe den Job gerne gemacht, obwohl ich Zivildiener war, wie Sie wissen, ja, und die Eurofighter-Causa geerbt habe. Sie haben mir immer leid getan, die Verteidigung. Fragen Sie einmal den Kollegen de Maizière aus Deutschland, der hat eine gute Meinung von mir gehabt. Immer, das glaube ich, schon einige eine gute Meinung von mir gehabt. Ja. Und das ist auch eine Geschichte gewesen, die natürlich nicht einfach war, nicht? Weil auch der Herr Dr. Gusenbauer gesagt hat, ich habe das Große losgezogen. Aber ich muss ja dazu sagen, Sie waren vorher der Parteisekretär, haben für den Gusi diese Wahl gewonnen. Das war die totale Sensation, weil jeder geglaubt hat, Schüssel gewinnt es im Spazierengehen. Sie haben damals mit der Anti-Eurofighter-Kampagne diese Wahl gewonnen und als Dank dafür sind Sie Verteidigungsminister geworden und haben die Eurofighter übernehmen müssen. Das ist richtig. Ich habe im Wahlkampf diese Frage gestellt. Wir haben aber allerdings im Wahlkampf nicht wissen können, wie dieser Vertrag aussieht. Und wie ich dann Verteidigungsminister geworden bin, habe ich diesen grottenschlechten, Sie haben sauschlecht gesagt, ich sage grottenschlechten Vertrag übernommen. Und dieser grottenschlechte Vertrag hat mir nicht viele Möglichkeiten gegeben, etwas einzusparen. Ich habe aber 370 Millionen Euro eingespart. Zu dem kommen wir gleich. Und, also 18-Euro-Fighter für 2 Milliarden Euro. Ja. Das lag damals am Tisch. Jetzt ist die Frage, warum waren Sie damals nicht so mutig wie Ihr jetziger burgenländischer Landesratskollege Doskozil und haben gesagt, weg mit den Eurofightern, wir kündigen den ganzen Vertrag auf, wir nehmen die Eurofighter nicht. Dieses Gespräch gibt mir auch die Möglichkeit, kurz zurückzublenden. Bitte. Wir haben eine Situation vorgefunden, wo die Regierung Schwarz-Blau zwischen 2000 und 2007 32 Eurofighter haben wollte, dann auf 24 zurückgegangen ist. Dann hat es dieses berühmte Hochwasser gegeben, ich glaube im Jahr 2002, wo dann der Herr Bundeskanzler Schüssel gemeint hat, 18 wären auch genug. Ja. Jetzt kann man militärisch dazu stehen, wie man will, aber es war einfach politische Meinung, Common Sense in der Regierung damals zwischen Schwarz und Blau, dass man diese 18 nur nimmt. Genau. Als ich dann in die Regierung gekommen bin, und wir wollten es ja insgesamt abbestellen, habe ich gesehen, dass der Vertrag einfach so wasserdicht ist für die Regierung, dass Eurofighter sich zurücklehnen kann und sagen, wir können diesen Vertrag nicht auflösen oder wir möchten ihn gar nicht auflösen, weil die Regierung Schüssel eben so einen Vertrag abgeschlossen hat. Darüber hinaus möchte ich noch dazu sagen, dass der Herr Minister Scheibner, kann mir gleich klagen, wenn er möchte, mit einem Ministerratsvortrag Krippen in die Regierung gegangen ist damals und mit einem Ministerratsvortrag Eurofighter herausgegangen ist aus der Regierung. Da ist ja die Frage, wer hat wen bestochen. Das müssten Sie eigentlich wissen als Ex-Verteidigungsminister. Über Bestechungsgelder kann ich... Da soll ja der Grasser bestochen worden sein, der ist ja auch mit Krippen hineingegangen, mit Eurofighter rausgegangen. Da soll der Scheibner seine Meinung geändert haben. Da soll Geld geflossen sein. Das ist Sache der Gerichte, das kann ich jetzt sozusagen nicht beurteilen. Aber grundsätzlich an den Haider, wie man sagt. Ist es jedenfalls so gewesen, dass die
die Meinung auch der Experten im Haus, also im Ministerium, war, Gripen ist besser als Eurofighter. Nicht besser jetzt in der Flugtauglichkeit und so weiter, da ist der Eurofighter völlig okay, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber von den Kostenfragen und so weiter. Das ist eben nicht passiert. So, dann habe ich diesen Vertrag vorgefunden und habe mit Eurofighter hart verhandelt.